einmal irgendwie, wenn ich einmal irgendwo anders dran denke, ist vorbei. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so. Ja. Jetzt müsste ich natürlich noch mal ganz kurz die Aufnahme stoppen, wenn das andere ist gerade aufgebaut. Nee. Ja, wie gesagt, WoW ist momentan so ein ganz kleiner Kampf. Mein Kampf. Nicht negativ gemeint, aber ist sogar. Jetzt könntest du eigentlich in der Theorie so durchlaufen. Und dann dahin und pulst den. Richtig. Richtig gemacht. Das einzige Problem ist halt, er kickt. Darum schön in die Ecke ziehen. Wie der Herr hier. Und what the f... wieso ich stehe dahinter und ziehe so eine Kacke. Ich glaube, ich hasse es, wenn irgendwer in der Wand steht. Vor allem auspassen, dass er nicht rumkickt, weil dann wäre ich auch relativ schnell irgendwo anders gewesen. Wieso, wir haben noch 15 Sekunden. Wir sind immer schön im Auge halten, 5 Sekunden noch. 4, 3, 6, egal. Wieso habe ich Aggro? Wieso habe ich Aggro? Und cool. Jetzt habe ich Aggro. Ja. Einfach mal auf nichts konzentriert, außer auf Aggro machen. Auf Damage machen. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich machen kann. Weil dann mache ich ja wenig Schaden. Und ziehe dann eventuell noch Aggro. Oh, oh nein, 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 nein. Glück gehabt. Zack. Da haben wir noch Debuffs drauf. Wie scheiße der Schaden ist. Sorry, aber das ist gerade mal echt Krampf. Keine Ahnung, was der Tick da macht. Der spielt halt irgendwie ein ganz klein bisschen. Habe ich so das Gefühl. Aber down geht er. Dauert alles ein bisschen dann. Kette brauchen wir nicht. Kette brauchen wir nicht. Jo. Irgendwie ist der Damage gerade echt beschissen. Weil wenn ich kack nur erster bin. Da ist da die Kacke am Dampfen. Oh, schade. Oh, ich hasse diese dicken Viecher. Wir sind, glaube ich, mit 13% gestartet. Also ein bisschen kann ich noch aufnehmen. Das ist halt auch momentan so ein Nebenproblem von mir. Aber das heißt Problem, ist ja kein Problem an sich. Aber Frauen brauchen nun mal auch ein bisschen Zeit. So. Damit habe ich eigentlich viel zu wenig aufgenommen. Dafür, dass ich aufhören müsste. Sollte. Naja. Ich nehme mir jetzt auch mal die Zeit. Also vom Dungeon her habe ich, glaube ich, jetzt. Ich weiß gar nicht. So ist es am Start. Also ich habe es knapp 600.000 gemacht. Und das bei 3, ja. Also ungefähr 20% kriege ich pro Inni. Also 20% pro Inni ungefähr. Pi mal Daumen. Geht eigentlich, ne? Aber wenn man eine vernünftige hat. Und die habe ich gerade nicht. Also es würde definitiv schneller gehen, wenn wir die Ds dabei haben, die noch mehr Schaden machen wie ich. Fairy Tail. Irgendwas war mit Fairy Tails. Es gab mal eine Gilde, die ist, glaube ich, Fairy Tails, aber ich weiß auch nicht mehr, wo die war. Das ist alles so Urzeit. Weil ich ja nicht mehr so habe.
wolltest du mich jetzt auch nicht sagen. Das ist nicht mal so. Ja, der Tank ist ein Bock. Glaube ich. Will ich jetzt gerade mal vermuten. Ja, genau. Ja, steh ruhig da dran, damit wir alle da reingezogen werden. Verdammte Kacke, ey. Ja. Genau, schön hier reinlaufen. Lass die doch da reinziehen, du Bock. So wie uns. Gibt da ein bisschen Schaden, jetzt gehen wir mal. Wenn wir reingezogen werden, gibt es ein bisschen Schaden. Ein bisschen, ist nicht viel. Da kommen noch ein paar. Ich weiß gar nicht, ob die Meteore die auch treffen können. Wäre eigentlich mal sehr interessant zu wissen. Für mich. Aber ich glaube, wir werden es nie aus. Dann müsste ich mich nämlich als Tank darunter stellen. Dann könnten wir es vielleicht rausholen. Ansonsten nicht. So, jetzt machen wir hin hier mit dem Schaden, Leute. Ich will hier raus. Das hat das Problem. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich nochmal als Tank anmelden soll im Kopf. Der Kopf ist aber gar nicht mehr so schnell. Nein. Instanzgruppe verlassen. Ob ich mich als Tank eventuell anmelden sollte. Ich glaube, eigentlich müssten wir auch relativ schnell durchquesten können. Ja. Ich bin ein Elch. Zack. 2 von 5. Haben wir hier noch mehr oder haben wir hier nur 2 von 5? Alles klar. Und die großen zählen also als einer. So, hier haben wir noch ein Rüssi-Set. Ich weiß, ne, wir brauchen gar nichts. Wir wollen nur noch die Heuballen verbrennen. Ja. Die angezündet sind, zählen nicht mehr. Na toll. Zack. Brennen, Motherfucker. Burn. Zack. Ja, so ist das Quest natürlich am geilsten. Wenn man alles schon frei hat. 3 Quests innerhalb von 30 Sekunden gemacht. So in der Art zumindest. Ich bin ein Manataurus. What the fuck? Schreit der Idiot denn hier rum? So, den Schlüssel. Nur Schrott. Mal wieder. Ich bin es, glaube ich, gewohnt, nur Schrott hier zu kriegen. Und die Quest abgeben. So, befreit, spricht mit König, wie auch immer. Oh, wieder eine Zwischensequenz. Huhu. Endlich frei, eure Belohnung wird großzügig. Natürlich. Das ist der dämlichste Halbgas und lächerlichste Plan, den du je hattest, Bud. Was denn? Ach so, ich glaube, ich weiß was. Aber ich befürchte, es ist der einzige Plan, den wir haben. Mal gucken, was dabei rauskommt. Langsam ist unorthodox. Ich denke aber, dass den ganzen Rauch von den Feuern sowieso nur eure Muster sehen werden. Und siehe da. What the fuck? Alter. Sehr geil. Wo sind wir eigentlich? Der steckt echt dem Kerl im Arsch drin. Oh mein Gott. Ein Kommentar. Gut, dass wir nicht dabei waren. Wir können ja fliegen. Ach, guck mal an. Motherfucker ist wieder da. Ach nee, doch nicht. Quest abgeben. Fürstliche Belohnung oder Ehrenabzeichen? Ich nehme das Gold. Also das Ehrenabzeichen brauchen wir nicht. Wäre halt für Ruf damals gewesen. Jetzt so relativ unnütz. So, jetzt müssen wir nämlich die 3 Dingens hier abfarmen. Der erste ist da oben. Und um die drumherum sind halt auch nochmal so kleine Nebenquests, die wir auch noch machen. Das Problem wird nur sein, die werden wir wahrscheinlich nicht so schnell erledigt bekommen, wie die anderen. So, da ist der, bist du das? Sonnenpriester Asari. Und eben die 2 Quests annehmen. Wir müssen nämlich Skorpid, Blut. Und da gehe ich eigentlich, egal, wir bleiben mal so. Wir müssen nämlich hier die Vorhutdinger, natürlich. Wir müssen nämlich die Vorhutdinger hier aufladen.
Weil die droppen nämlich diese Relikt der Sonnenkönige. Und naja. Ich hoffe einfach auf Drop Luck. Natürlich nicht. So, und die Skorpione, die müssen wir dann halt so mit den Giftfiolen aussaugen. Ja, das sehen wir gleich. Wenn wir denn mal. Okay, die sind gelb, alles klar. Wenn wir den hier noch mal getötet haben. Los, mach hin. Und wenn die einzeln kommen, das dauert so lange. So, jetzt gehen wir nämlich mal die Loot hin, dann looten wir den, dann können wir nämlich hier die vier Leute drauf packen und haben schon mal 1 von 8. Das funktioniert aber leider nur bei den eigenen gekillten. Die sind ein anderer Bla-Spieler, hat den Ding jetzt hier schon in Anspruch genommen. So. Zack. Komm, geh mal Gas hier. Nochmal einen drauf, sehr gut. Zack. Und das erste Relikt. Sehr gut. Ich komme gar nicht in Stealth rein, das dauert viel zu lange. Ja, ihr seht jetzt, vom Schaden her geht es eigentlich mittlerweile ganz gut. Nervig sind jetzt hier die Skorpid-Dinger. Die zu sammeln ist extrem nervig. Erstens, weil ich immer wieder dran denken muss, den Scheiß häufig aufzusammeln. Zweitens, weil die Scheißviecher so scheiße verstreut drehen, die drumherum stehen. So. Ja, was soll's. Natürlich. Und die Hyänen rennen hier auch noch rum. Ich weiß noch mal, die brauchen wir, glaube ich, allgemein nicht hier. So, Y drücken, F drücken, den drücken und dann geht's. Wenn die jetzt hier auftauchen, ne? Dann kriege ich immer so einen ganz kleinen Schritt. So, Nummer 2. Ich weiß aber, glaube ich, gar nicht. Ich hoffe, ich gehe mal nicht davon aus, dass er die annehmen. Wäre cool gewesen, wenn er die gleichzeitig aufzapfen würde. Aber nein, das wäre wieder zu einfach und das würde dir dann keine Zeit bringen, die ich hier spielen muss. Und vielleicht läuft der Account ja dann aus und dann muss man nochmal um einen Monat verlängern und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht mehr, wann er ausläuft. Da muss ich mich auch mal drum kümmern. So, 5 von 8. Jo, mal gucken. Sehr gut. Wenn ich nämlich dann so anfalle, kriegen wir schon ein bisschen mehr Schaden. Natürlich noch geiler. Ist der Kampf nämlich noch schneller vorbei. Ja, Sonnenanbeter, die müssten jetzt klar gleich auch noch ein paar sein. Und hier haben wir ein paar Skarabäen, mit denen wir kämpfen könnten. Und das könnten. 7 von 8, alles klar. So, wir brauchen noch 3 Relikte. Und ich meine, hier waren noch ein paar von den Viechern. Da ist der Kriegsfürst. Ich habe keine Ahnung, was der bringt. Ob der überhaupt was bringt. Oder ob der einfach nur dumm in der Gegend rumstehen, so wie viele NPCs hier. Gucken. Bitte gib mir 100. Natürlich droppt der gar nichts. Dumme Sau. Dumme Sau, du. Ja, wir sehen schon, wenn wir nämlich ohne das Ding jetzt hier anfangen, dauert der Kampf ein ganz klein bisschen länger. So, auf jeden Fall haben wir den letzten Skorpid jetzt abgearbeitet. Jetzt muss ich mich nur noch um diese Vorhutviecher kümmern hier. Verdammte Kacke. Dropchance gleich plus minus überhaupt nicht vorhanden anscheinend. Wenn ich mir das so angucke, ja. So, bitte, 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 sehr schön. Kann ich eigentlich Humanoide aufspüren? Kann ich doch, oder? Humanoide aufspüren, da. Keine Humanoide. Toll. Wird mir nicht angezeigt. Weil ich nicht in Katze bin oder was? Was? Hä? I don't know. Wieso habe ich das ja nicht angewählt? War der Kacke. Natürlich, jetzt sind sie auch immer da. Dumme Schweine. So, Uno. Natürlich, hat er mich gesehen. Ich kleine dumme Sau. Bitte natürlich nicht.
drehen, du Sau. Weißt du, immer wenn ich diesen Spruch so auf den Lippen hab, ist das für den Arsch. So. Ich hätte es nicht sagen sollen, glaube ich. Na, doch, sehr gut. Gut, haben wir die zwei nämlich auch fertig. Können wir nämlich. Na, ich drücke schon wieder R. Habe ich jetzt den Berserker? Ne, habe ich nicht aktiviert. Ich dachte schon, ich habe den Berserker schon wieder aktiviert. Benötigt Katzen oder Bärengestalt? Ja, wir sind schon wieder fast ein halbes Level ab. Das zieht sich jetzt so dermaßen, das ist unglaublich. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie das ist, wenn wir kein Level-Equip hätten. Nochmal um einiges länger. Oh, sehr gut. Jetzt haben wir einen neuen Gürtel. DD. Tötet Kriegsfürst, bla bla bla, alles klar. So, wir können uns nämlich nochmal Gruppe finden. Im Notfall können wir immer noch rausgehen, wenn die scheiße ist. Weil, ob ich jetzt den Debuff habe oder nicht, das ist mir eigentlich egal. Ja, wie gesagt, ob ich den Debuff jetzt 30 Minuten cooler mache oder nicht, ist mir eigentlich Hose wie Jacke. Kann ich mal die. Da müssen wir hin. Gucken wir die Idee auch später nochmal schon wieder aus. Sehr gut. Zack. Zack. Und tschüss. Okay, noch nicht tschüss. Dann habe ich den Schaden von mir ein bisschen überschätzt. Aber jetzt ist es vorbei. What the fuck, der hat einen fliegenden. Der hat einen fliegenden Panther. What the f. Warum hat der einen fliegenden Panther? Pisser. Tigeraugen geworden. Sitzt hier mal ein, um die Aufladung aufzuzählen und versucht den Schaden unter Vorbereitung 5 Sekunden. Okay. Ja, wie gesagt, mit dem Mönch, da habe ich mich noch gar nicht mit wirklich auseinandergesetzt. Zwar mal angetestet mit euch, aber sonst. Nicht wirklich, nee. Ich weiß nicht warum, ich weiß es nicht. Ich hätte eigentlich den Mönch anstatt Let's Play anstatt den Druiden. Aber naja, gut. Shit happens. So, wir haben Stab, den wir nicht brauchen, und wir haben Handgelenke, die wir brauchen könnten. Handgelenke anziehen, alles klar. So, dann können wir nämlich in der Zwischenzeit mal wieder speichern. Und fliegen zum nächsten Questgeber. Der hat auch noch zwei Quests, oder der eine Quest? Oder der gar keine Quest? Ich weiß gerade auswendig, weiß ich es gerade nicht. Aber normalerweise haben wir mindestens eine Quest. Normalerweise. Also eine ist definitiv da, mindestens. Der an Mac möchte. Ich möchte Mac aber nicht helfen. Okay, das ist eh da, also können wir rüberfliegen. Da ist halt eh scheißegal. Knasti, Grab Kato untersucht, da mir schwan schlimm ist, weil der kam mal rein. Das ist nämlich hier dieser Weg, wo wir reinkamen. Ja, also wisst ihr schon, was mir schwant. Dass diese kleinen Pissviecher da sind, mit denen ich noch ein kleines offenes Rechnungsding habe. Die Quest ist cool. Werde ich euch gleich zeigen. Ich hoffe, man kriegt die noch. Ja, da ist die Daily. Die Daily Quest ist ganz cool. So, wir nehmen nicht erst die Entschuldigung, die Daily an. Und dann befragen wir den Kerl und dann gehen wir dahin. Dann müssen wir nämlich hier diese Pyramidenviecher bemöbeln. So. Hat ja ganz gut geklappt bis jetzt, wa? Na komm, wir gehen mal auf eine andere Plantage. Komm, gib ihm. Gib ihm. Zack. Zack. Das ist ganz cool. Ganz lustig. Mal so nebenbei was Neues. Zack. Eigentlich kannst du hier. Warum kriegst du viele nicht down lassen? Was ist denn da los?
Ah ja, es gab ja noch was Neues im Fernsehen, und zwar eine neue Serie auf ProSieben. Und zwar Scream If You Can war ja angeblich so ein Millionenerfolg in Großbritannien. Obwohl alle Einschaltquoten gebrochen. Vielleicht bei ProSieben auch. Aber nur in der ersten Folge war das, ich habe keine Ahnung, das ist so langweilig. So unglaublich langweilig habe ich schon lange nichts mehr gesehen. Muss man ja mal so sagen, weil das ist so. Das soll angeblich so ein Horror-Schocker sein, wo fünf Leute ausgesetzt werden. Die müssen dann Rätsel lösen und dann kriegen sie am Ende Rennen so um Geld gegen Hunde. Klingt komischer als es ist. Aber das ist so schlecht gemacht, sorry. Aber das ist wirklich so horror-schlecht gemacht. Und danach lief Saw, danach lief Paranormal Activity und danach Saw. Das konnte man sich wenigstens noch mal ein bisschen angucken. Ist zwar auch nicht mehr so das Wahre, aber besser als Scream If You Can, ohne Spaß. Das lief samstags, ich weiß gar nicht, ob das nächste Woche Samstag auch noch läuft. Wenn ja, könnt ihr euch das ja mal angucken. Also wirklich zu empfehlen ist es aber nicht. Also für meinen Geschmack war es einfach, keine Ahnung, langweilig, Müll, Humbug, Schrott. Mehr Worte fallen mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall Müll. Weil wir sind bei 54%, Alter. Ich wollte eigentlich in der Aufnahme ein Level schaffen. Eigentlich. Und eigentlich. So, das Grab untersucht. Helft Harrison am Grab, wie auch immer. Oh, Zwischensequenz. Sieh an, einer der Pisser. Natürlich, und die Pferde hauen ab. Oh mein Gott. Inkompetenz. Was machen wir? Wir gehen in die Truhen. Richtig. Schnell, Flamer, in die Kiste. Als Vogel in die Kiste. Und die Holzkisten überleben die Explosion. Das sind magische Holzkisten. Sehr geil. Patsch. Naja, komm, ich bin K.O. genockt. So. Bin ich eigentlich noch in der Gilde? Ich glaube ja, ne? Ja. Alles klar. So, sammelt 10 Uhr alte Testfragmente und da haben wir noch eine Quest. Dann machen wir nämlich jetzt das hier erstmal eben. Erhaltet den Stab des Sultans. So, schafft der Stern, dafür brauchen wir den Sultanstab. Der ist da vorne. 10 verschnörkelte Tafelfragmente, die fliegen hier überall rum. Und spricht mit Prinz, wie auch immer. Ja. Wieso bin ich nicht im Stealth? Was soll denn der Kack? Los! Spawn, du Sau! Natürlich, da ist er. Ja. Dumm gelaufen. Ich stand am falschen Ort. Ich meinte, ich dachte echt, der spawnt hier. Alter, wie viel HP der verliert bei dem einen Kampf. Na gut. So, jetzt müssen wir wieder warten. Hey ho, hey ho. Was haben wir denn hier schon wieder? Achso, Wüstenspinne. Warum habe ich den schon wieder? Warum habe ich denn Wildtiere? Los, spawn, du Sau. Muss ich die töten? Oh, die droppen die Tafelfragmente. Naja, gut. Ich scheiße jetzt gerade drauf. Weil ich weiß nämlich auch, dass ich die looten kann. Und als Zulu kannst du die relativ simpel looten. Wie immer. Wie alles. Oder spawnt die Sau da oben? Nee, ich glaube nicht. Spawn, du Sau. Natürlich, nein. Spawn, du Sau. SpongeBob. Nee, bleib schön hier, mein Freund. Also mal ganz schnell.
Und ich habe jetzt bestimmt den Falschen getötet, habe ich recht? Natürlich habe ich recht. Ach, ich könnte so kotzen, ey. Kotzen, ey.